Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es um Erste Hilfe und wir haben was Neues. Ja, ich weiß, für den einen oder anderen wird es langsam ein bisschen nervig. Aus dem Hause Lifeguard. Warum tue ich das? Aus Überzeugung. Denn dieses Dreiecktuch, das ist nicht so, wie es aussieht. Und ich finde es geil. Und ich erkläre euch auch, warum. Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Dieses Dreiecktuch, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, hat einen ganz großen Vorteil gegenüber dem, was wir in den verschiedenen Verbandkästen, PKW oder nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften haben. Die müssen nämlich vor allem alle eines billig sein. Deswegen sind die inzwischen dieser Tage aus Kunststoff, der, wenn du es tatsächlich drauf ankommen lässt, eine stark blutende Wunde stoppen willst, damit ganz furchtbar versagen wirst. Und zwar haben wir den ganz großen Haken, dass dieser Kunststoff ineinander verschmilzt. Das sehen wir jetzt hier mal so ganz kurzläufig. Das hier, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, das ist anders. Denn dieses Dreiecktuch, dieses wundervolle, was ein wenig oldschool aussieht und oldschool ist, ich bin ein Fan von oldschool, das ist aus Baumwolle, das ist gewebt. Tada! Kommt mit Abmessung von 96 mal 96 Zentimetern mal hier in der Basis 1,36 Meter. Und wir gucken uns jetzt mal alles das an, was man hiermit veranstalten kann. Und von vornherein ist es nicht so, wie es aussieht. Was ich mit Baumwoll Dreiecktüchern verschiedenster Art und Farbe und so weiter und so fort hier auf der Farm, gerade jetzt im Sommer, bevorzugt und gerne mache. Es ist, dass ich mir die hier mit Wasser nass mache und einfach stumpf um meinen Kopf knote. Warum mache ich das? Nein, ich will nicht irgendwie Fluch der Karibik oder so nachdrehen, sondern es hat mit Wasser und diesem Dreiecktuch ganz einfach den Hintergrund, dass ich Kraft meiner wallenden Haarpracht meinen Kopf runterkühle. Und nicht nur meinen Kopf, sondern mein gesamtes Körperchen. Aus dem ganz einfachen Grund, 60% der Wärmeregulation machen wir über unsere wallende Haarpracht. Macht also Sinn, oder? Durch die Verdunstungskälte habe ich also, wenn man so will, eine natürliche Baumwollklimaanlage, was ich unfassbar feiere. So ganz nebenbei, ich kann auf die Art und Weise auch Platzwunden am Kopf versorgen. Auch das. Erste Hilfe ist keine Raketentechnologie und ich liebe es, wenn es einfach ist. Ne? Merkt ihr es? Was können wir noch? Eines meiner Favorites ist, wenn man denn nun kein solches knapp 40 Euro teures Device hat, muss eine stark blutende Wunde zum Stehen kriegen, dann kann man das mit so einem Dreiecktuch auch. Und wir gucken uns an, wie das geht. Wir gehen mal davon aus, dass wir auf der Autobahn unterwegs sind, hatten einen Verkehrsunfall. Der Motorblock meines Autos ruht ein wenig lustlos auf meinem Unterschenkel. Wir nehmen das Dreiecktuch. Führen es idealerweise unter der Kniekehle durch, denn da haben wir den Platz dazu. Hier die Taschen haben wir zugesehen, dass die frei und leer sind. Ich mache hier einen Doppelknoten. Ich nehme den teuersten Teil aus dem PKW-Verbandkasten. Das ist nämlich die Schere. Und jetzt fange ich hier an zu drehen. Und drehen und drehen. Bei den Herren der Schöpfung, bindet da bitte nicht zu viel ein.
und drehen und drehen und drehen. Sager. Und jetzt gehe ich hier mit dem Rest bei von meinem Knotengetüdel und sichere das gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle. Tada! Erste Hilfe, die funktioniert, hat wenig mit Raketentechnik zu tun. Okay? Und ich weiß auch, dass jetzt die ersten wieder aufrühren werden, gerade so die T3C-Fanboys. Das geht aber nicht! Doch, es hat das erste Mal funktioniert und wurde dokumentiert in den Cheops-Pyramiden 600 vor Christus. Es wurde das erste Mal in unserer Gegend dokumentiert um 1600 in der Schlacht um Besançon in Frankreich. Es hat im Ersten Weltkrieg funktioniert. Es hat im Zweiten Weltkrieg funktioniert. Es hat in Korea funktioniert. Es hat in Vietnam und in tragenden Teilen von Desert Storm 1991 des letzten Jahrhunderts auch funktioniert. Also bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das auch in der heutigen Zeit, in unserer Zeit, durchaus machbar ist. Was wir noch machen können? Üblicher Klassiker. Ich habe einen Hupala mit meinem Ärmchen oder mein Patient hat einen Hupala mit seinem Ärmchen. Jetzt habe ich hier das Armtragetuch, kann es hier einigermaßen sinnvoll durchschlaufen. Den Rest stecke ich hier auf der Innenseite in mein Gekröse und bin ready to go. Was wir noch machen können, wir nehmen mal an, ich habe mir die Hand verletzt. Dazu lege ich mir die Dreiecktuchspitze hier übers Knie, lege meine Hand hier rauf. Klappt die Spitze nach oben, die Seite darüber, die hier rüber. Jetzt ziehen wir einmal elegant. Machen hier wieder unsere Knoterei, 2, 3. Und haben das Ganze zumindest einigermaßen vernünftig abgedeckt. In gleicher Art und Weise funktioniert das übrigens auch am Fuß. Wir nehmen an, ich habe einen Hupala am Ellbogen. Packe meinen Arm hier rauf. Die Ecke habe ich hier hinten. Gehe hier einmal rüber. Gehe hier rüber. Schlau wäre, wenn ich jetzt noch ein zweites davon habe. Dann kann ich den Arm ruhig halten. Ich kann aber, wenn ich zum Beispiel auch eine Jacke anhabe, die Hand in den halboffenen Reißverschluss packen und kann das Ganze dann so vernünftig sichern. Was mit der Hand funktioniert, funktioniert logischerweise auch mit dem Knie. Ich packe mir hier eine Wundauflage rauf, gehe mit den Ecken hier unter durch, gehe hier oben drüber. Hier oben ist meine obere Ecke. Und auch hier wird wieder gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle gesichert. Voilà. Eine Sache geht mit dem Baumwolldreiecktuch noch, die ihr garantiert nicht mit einem Kunststoffdreiecktuch aus dem PKW-Verbandkasten hinkriegen werdet. Wir gucken mal, ob wir es angefangen kriegen. Todesursache Nummer 2 im Gemüse bei stark blutenden Wunden und traumatischen Ereignissen ist die Unterkühlung. Womit können wir eine Unterkühlung unterbinden? Mit einem Feuer. Und das, was wir jetzt hier haben, meine Damen und Herren, ist Baumwollwatte. Diese Baumwollwatte in Tateinheit mit einem Lippenstift gibt einen ganz Herr und Frau vorragenden Zunder. Und somit können wir uns oder unseren Freund, Teambuddy, wie auch immer, vor Unterkühlung schützen. Bei dem Dreiecktuch mit dabei sind noch 2 Sicherheitsnadeln. Ich nutze die jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber Verwendungsmöglichkeiten gibt es dafür natürlich auch wie Sand am Meer. Kinders, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war jetzt nur so ein kleiner Gruß aus der Küche. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Showtime, folks. Woohoo!